Es ist gar nicht wichtig, dass man all seine Ziele erreicht im Leben. Was wirklich zählt, ist der Umstand, dass man sich Ziele setzt, die man nur erreichen kann, wenn man sich gewaltig streckt. So entwickelt man sich am stärksten. So entwickelt man neue Fähigkeiten. So lernt man am schnellsten dazu. Der wirkliche Wert eines hohen Ziels ist die Entwicklung seiner selbst auf dem Weg dahin. Je höher das Ziel gesteckt ist, desto mehr muss man an den Aufgaben wachsen, damit man das Ziel erreicht. Mein Ausbilder sagte zu mir, man sollte sich ein Ziel setzen, das man zu Lebzeiten nicht erreichen kann. So wird gewährleistet, dass wir uns ständig strecken und wachsen. Wie sonst soll man fähig sein, das Beste von sich selbst zu verlangen und das Beste zu geben und der Beste zu werden, der man sein kann, wenn man nicht das Beste vom Leben selbst verlangt? Und selbst wenn man einige große Ziele im Leben verfehlt, so wird man trotzdem so viel mehr auf dem Weg erreicht haben, als in einem Durchschnittsleben. Wer nach den Sternen greift, wird nicht jeden Stern einsammeln können. Aber wer nach den Sternen greift, wird mit absoluter Sicherheit an den Baumkronen vorbeischießen. Der Weg zu seinen Zielen eröffnet so viel Neues, Wissenswertes und Schönes, dass man allein durch den Weg reichlich entlohnt wird. Und zwar durch seine Leistung. Der Weg ist das Ziel. Auch das ist ein Grund dafür, weshalb wir nicht alle Ziele erreichen müssen. Unser Ziel bestimmt aber, welchen Weg wir gehen werden, welche Richtung wir einschlagen. Und je höher das Ziel ist, desto besser und stärker ist die Qualität des Weges. Um große Veränderungen herbeiführen zu können, müssen wir zuerst uns selbst verändern, und sowas bedarf Zeit. Und oftmals bedarf es mehr Zeit, als die allermeisten Menschen bereit sind zu akzeptieren und zu investieren. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in 5 Jahren erreichen können. Wow! Ja!